Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Reise nach Taverns Mühle anzunehmen bei Apothekerin Zama in Thunderbluff an dieser Position. Bin hier aber in einer Höhle. Vorquest ist die Hilfe der Verlassenen. Ich werde nun aus dieser Höhle laufen. Wie ihr seht, bekommt man auch ein Quest-Item. Mit diesem muss man aber nichts anstellen. Einfach nicht zerstören oder aus Versehen auf die Bank legen. Denn zur Quest-Abgabe muss es im Inventar sein, soweit mir bekannt. Werde mich nun zu den Zeppelinen in Duvotar begeben. Dazu fliege ich jetzt erstmal nach Orgrimmar und ich melde mich dann bei den Zeppelinen, damit ihr seht, welchen ich nehme und wie es weitergeht. Bis gleich! Ich bin hier schon am Zeppelinturm und wie ihr seht, ist gerade das Zeppelin angekommen. Also man muss das Zeppelin nehmen bei diesem Steg, wo dieser Fräser davor steht. Da unten ist der Eingang zu diesem Zeppelin-Turm. Hier war auch die Map. Mit diesem Zeppelin fliegt man nach Tivisfall. Vom Tivisfall muss man sich erst in den Silberwald begeben, falls man den Flugpunkt nicht im Silberwald hat. Und dann gibt es einen ziemlich langen Laufweg. Ich werde mich wieder bei euch im Silberwald melden, wenn es zu einem Gebietswechsel kommt nach Vorgebirge von Hilsbrand. Genau, vom Silberwald geht es ins Vorgebirge von Hilsbrand. Da werde ich mich wieder melden. Bis gleich! Ich erreiche gleich das Vorgebirge von Hilsbrand. Man kommt mit diesem Zeppelin also in Tivisfall an dieser Position. Dann kann man sich entweder nach Undercity begeben und zum Grabmal fliegen oder man läuft einfach diesen Weg, falls man das erste Mal in diesem Gebiet ist, in den Silberwald, da kommt man hier raus. Und dann einfach hier dem Weg folgen. Hier entweder gleich links laufen oder weiter unten. In Embermill gibt es aber ziemlich viele Mobs. Müsst ihr also entscheiden, welchen Weg ihr läuft. Hier bin ich. Hier wäre das Grabmal gewesen. Beziehungsweise hier ist das Grabmal, wo es den Flugpunkt gibt. Und nun laufe ich ins Vorgebirge hinein. Wie man sieht, ist die Karte komplett nicht aufgedeckt. Ich werde mich nun zum Abgabe-NPC begeben. Währenddessen werde ich ein bisschen die Karte aufdecken und euch dann beschreiben, wie man zu diesem NPC hinkommt und wer der NPC überhaupt ist. Bis gleich! Endlich bin ich angekommen. Taverns Mühle. Hier darf man in dieses Haus laufen. Ich bin Quest ist abzugeben bei Apotheker Liden die dunkle im Fürste Vorgebirge von Hilsbrand. Bin also hier angekommen, hier weitergelaufen. Habe auch für euch die Karte aufgedeckt. Hier darf man links abbiegen, rechts abbiegen. Und schon ist man in Taverns Mühle. Raus, hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eizocke, Ende.